ja, kurz über Basis und Dimension philosophiert. Schaut euch diese beiden Vektoren an. Bilden diese beiden Vektoren eine Basis? Nein, denn mit diesen beiden Vektoren kann ich nicht sämtliche Vektoren in einer Ebene beschreiben. Stellt euch vor, ihr zeichnet da eine Ebene drumherum, startet hier und addiert die beiden Vektoren, dann landet ihr zwar auf dieser Ebene, die ich hier eingezeichnet habe, aber immer entlang dieser Geraden. Wenn ihr euch diese beiden Vektoren nehmt, die hätte ich auch ein bisschen versetzt einzeichnen können, ja, so, dann kann man sich ja vorstellen, ich da eine Ebene drumherum bastel, starte ich bei irgendeinem Punkt und komme wirklich zu allen Punkten dieser Ebene. Das gleiche Spielchen könnte ich machen mit drei Vektoren. Wenn drei Vektoren, muss man jetzt so ein bisschen mitkommen optisch, ich hoffe es geht, stellt euch vor, drei Stifte liegen auf dem Tisch, dann werdet ihr zwar alle Punkte von der Ebene bestimmen können, ihr werdet aber nicht in den Raum gehen können, also nicht dreidimensional. Wenn diese drei Vektoren, ich hoffe man erkennt es, die beiden unteren Vektoren sollen irgendwie auf dem Tisch liegen und der dritte bricht nach oben raus. Jetzt könntet ihr dreidimensional jeden Punkt beschreiben. Wenn ihr euch folgenden Vektor anschaut, 5, 7 und 10, dann könnte ich diesen Vektor auseinanderpflücken mit 5 mal 1, 0, 0 plus 7 mal 0, 1, 0 plus 10 mal 0, 0, 1. 5 mal 1 ist 5, 0, 0. Diesen Vektor addiert mit 7 mal 1 ist 7, 0, 7, 0 und noch entsprechend mit 0, 0, 10 ergibt genau 5, 7 und 10. Ich habe hier drei Vektoren, die die sogenannte Standardbasis in R3 bilden. Wahrscheinlich habt ihr diese Reihenfolge x1, x2, x3 oder xyz und es wäre einmal der Vektor 1, 0, 0, 0, 1, 0 und 0, 0, 1. Mit diesen drei Vektoren kann ich sämtliche Vektoren in R3 beschreiben. Das wäre die Standardbasis in R3. Die Dimension beschriebenerweise wäre, wie viele Elemente eine Basis haben muss. Das wäre in diesem Fall drei Stück. Das ist ja eigentlich auch logisch in R3. Wenn ihr euch zwei Vektoren anschaut, in R2 ist das gleiche Spielchen 1, 0 und 0, 1 wäre die Standardbasis in R2. Wenn ihr nur x1, x2 habt, habt ihr 1, 0, 0 und 0, 1 und könntet mit diesen beiden Vektoren zu sämtlichen Punkten in dieser Ebene kommen. Eigentlich reicht das aus. Muss man mal gucken, wie viel ihr dann zum Thema Basis und Dimension macht. Ihr werdet wahrscheinlich über lineare Abhängigkeit und Unabhängigkeit sprechen. Dazu habe ich aber nochmal eigene Videos gemacht. Falls ihr da noch ein bisschen mehr in die Tiefe geht, schreibt es einfach drunter, dann können wir noch ein paar Videos irgendwie nachschießen.